Hey, und damit herzlich willkommen zurück zur nächsten Episode von VDC Rank Kloppy auf meinem Kanal. Ja, heute mit neuem Intro tatsächlich und hoffentlich Wins. Nochmal danke fürs neue Intro von an Steve. Das ist mega nice geworden, wirklich. Und dementsprechend hoffen wir, können wir die erste Folge damit ehren, indem wir ein paar richtig starke Kämpfe machen, weil wir sind relativ weit runtergefallen. Aber passiert. Es wollte letztes Mal einfach nicht laufen. Und während ich da nochmal ein bisschen so eine Probeaufnahme gemacht habe, wollte es immer noch nicht laufen und ich hoffe, wir können uns jetzt wieder zum Laufen bringen. Wir müssen jetzt einfach nur konzentriert rangehen und hoffentlich gewinnen. So, das ist nicht unser Ziel, aber wir wollen trotzdem gewinnen. Ich bin gespannt. 1, 2, 4, 5, 3. 1, 2, 3, 4, 5 wäre cooler. Also schauen wir mal. Ich hoffe, wir können uns hier raus katapultieren wieder. Wir suchen lange Gegner. Ich glaube, das ist nicht die beste Zeit, weil beim Üben bin ich einem begegnet, der war auf Platz 300. Dann bin ich einem begegnet, der auch Lowlighter war, aber der hat gute Plays gemacht. Der ist, glaube ich, einfach so ein bisschen runtergefallen wegen Hex vielleicht. Ich weiß nicht. Deswegen schauen wir mal. Es wird nach einem Gegner gesucht. Das ist kein gutes Zeichen. Vielleicht kriegen wir wieder jemanden aus der Highlighter, aber ich will es nicht bestreiten, dass wir da... So, wo ist mein Gegner? Wo ist mein Gegner? Suchst du lange Musik für mich allein? Come on, yeah! Wir haben einen Gegner gefunden! Es ist jemand aus Platz... Okay, das ist gut. Vielleicht können wir uns ein bisschen hochkatapultieren. Okay, mein Gegner hat ganz stumpf Tailwind into Max Move. Ich glaube, ich kenne das Team auch so ein bisschen. Ich glaube, mein Gegner wird tatsächlich mit Calamanero leaden und mit Felinara vielleicht die Weakness Policy aktivieren. Wobei der da natürlich auch ein bisschen darauf achten muss, weil ich Clef habe. Und ich glaube, ich werde auch mit Clef leaden. So, dann wiederum würde ich gerne mit Primarene leaden. Ich hätte das sehr, sehr gerne, weil Primarene ist echt bockstark hier. Der Einzige, der halt ein bisschen nervt, ist eventuell Rotom. Und dann würde ich, glaube ich, gerne... Chandler sieht halt schon nice aus, das muss man halt schon sagen. Aber Sanaconda sieht halt auch more or less nice aus. Aber wenn ich den nicht Dynamax, ist der nicht so nice. Und der ist eigentlich nur für Trick Rooms so wirklich gedacht als Counter. In Didi wiederum könnte ich mir halt auch ganz gut vorstellen. Vielleicht wieder mit Galanterie. Aber ich glaube, ich nehme trotzdem Rotom mit, weil Rotom sieht hier auch sehr stark aus. Und vielleicht einfach Chandler. Chandler outspeedet halt nicht alles und ich habe auch kein Sash, deswegen gehe ich lieber auf Indeedee. Ja. Wir versuchen es. Wie gesagt, Primarene sieht hier als Lied bockstark aus. Ja. Ich kann Follow Me machen, weil wenn ich Follow Me drücke, ist es tatsächlich so, dass Fischies Ranch schwächer ist. Weil das wirkt tatsächlich drauf. Das wusste ich vorher nicht. Ist eine neue Erkenntnis für mich, deswegen schauen wir mal. Also wie gesagt, Primarena als Lead sieht tippitoppi aus, ne? Sieht sehr gut aus. Und mein Gegner leadet mit... Okay, ich weiß genau, was mein Gegner vorhat. Ich glaube, ich werde aber auch wirklich mit Clef einfach mal Follow Me drücken. Ja, ich werde mit Clef auf jeden Fall Follow Me drücken, weil ich will nicht, dass Primarena zu viel Schaden nimmt und ich gehe auf eine Max Ferry in Calamanero. Weil ich habe mir das gedacht, das ist Schwächenschutz. Er setzt jetzt Ruckzuckieb ein. Mein Gegner bleibt auch drinnen tatsächlich. Ich bin gespannt. Aber ich bin mir sicher, wenn die beiden leaden, dann ist es jede Wette Weakness Policy. Jede Wette. Ruckzuckieb Weakness Policy. Ich bin gespannt. Jedenfalls wird mein Gegner jetzt gerade nicht Dynamaxen tatsächlich. Oder ich bin schneller und das ist ein sehr langsames Calamanero. Wir seien mal gespannt. Mein Gegner... Oh, okay. Und wir aktivieren den auch nicht. Ich bin gespannt. Hyper Voice. Ist okay. Rock Slide. Was hat mein Gegner denn predicted, ist die Frage. Ist das vielleicht Sash? Nee. Okay. Ich Dynamax eigentlich gar nicht so gerne früh, aber ich habe halt immer so Angst wegen so Dynamax-Schwächenschutz hier in dem Fall. Und deswegen habe ich gedacht, ich muss hier Dynamaxen, weil wenn mein Gegner das nämlich nutzt, dann habe ich halt ein dickes Problem, weil ich denke nicht, dass eine Specs Mondgewalt reicht.
Ich habe die Kalks nicht vor Augen. Ich weiß nicht, wie bulky dieses Calamanero ist im Endeffekt. Und ja, ich glaube, ich verliere wirklich auch nichts, wenn ich wieder Spotlight drücke. Und einfach Dynaflut in den Rotom-Slot. Weil wir haben, glaube ich, Rotom noch in der Back und ich finde Rotom zu sehr gepressured tatsächlich. Dann ging halt auch nicht viele Antworten gegen Primarina, habe ich das Gefühl. Aber wir werden sehen. Ich kann sein, dass mein Gegner ja Dynamax das Rotom. Ich rechne mit Max Gewitter tatsächlich. In Clef. Der sollte mich nicht rausnehmen. Und ich glaube, so ein Dynaflut von der Aqua Obize schon. Oder wird ihn halt so weit runterchippen, dass ich das noch im Endeffekt rausnehmen kann. Also auf jeden Fall wird es zu viel Chip fressen. Als Dino World, okay. Das ist aber, glaube ich, actually fine. Weil da kann ich nämlich in der nächsten Runde. Schallwelle kommt. Die killt halt nicht. Ich werde aber in der nächsten Runde auf jeden Fall Schallwelle nochmal Aqua Obize drücken. Definitiv. Ich werde nochmal spotlighten. Das ist ganz klar. Weil dann nehme ich auf jeden Fall den Damage nicht raus. Vielleicht kommt er mit Ruckzuck. Ja, maybe. Aber ich weiß halt nicht, ob der uns killt, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Ja, killt er uns? Ich hoffe ein bisschen nicht. Reicht gerade so nicht. Düner Gewitter kommt, das ist fein. Und jetzt könnte eine Max Aqua Obize reichen. Und wenn nicht, gehe ich einfach auf Spec Schallwelle der nächsten Runde. Schauen wir mal. Ist live Orb. Ich glaube, das tankt er halt nicht. Ist halt eine Aqua Obize, ne? 150er Base Damage von der Primarena. Ja, reicht nicht. Und jetzt müssen wir überlegen. Mein Gegner könnte noch Ich gehe tatsächlich in den Didi. Jetzt gucken wir mal, was mein Gegner hat. Mein Gegner hat Pescragon. Okay, wir können jetzt theoretisch mit Scarf Galanterie. Wir können mit Scarf Galanterie Specs Mondgewalt in den Dracofish-Slot drücken. Wir sollten schneller sein eigentlich. Wenn nicht, habe ich halt einfach das mit dem Speed verkackt. Ganz einfach. Dann habe ich halt das mit dem Speed verkackt. Dann ist das meine Schuld. Aber ich glaube, ich gehe tatsächlich auf auf eine Galanterie in Primarena und drücke eine Specs Mondgewalt in den Slot. Ich bin schneller, das heißt, die Specs Mondgewalt killt auf jeden Fall den Dracofish. Müsste. Es ist eine Specs Mondgewalt Modus. Wenn das nicht reicht, dann keine Ahnung. Ja, okay. Sehr gut. Mal gucken, ob die Hyper Voice gegen Primarena reicht. Müsste eigentlich, glaube ich, sogar, oder? Nee, tut's nicht. Das heißt, wir können hier nochmal Galanterie into Primarena. Und dann nochmal Specs Mondgewalt auf Felinara und im Late Game danach im Anschluss Leaf Storm drücken. Ja. Und dann haben wir das halt auch ganz gut hingekriegt. Ja. Und jetzt könnte ich sogar von mir vorstellen, dass ein Donnerblitz reicht, oder? Dann will ich es gar nicht erst riskieren. Ich glaube, da das nicht Specs ist und wir in einem Probekampf eine Schallwelle getankt hätten im Single Target, gehe ich zweimal auf Donnerblitz, bevor ich misse. Ja. Ich glaube, das ist mein Play. Und Clef viel zu bulky, Alter. Viel zu bulky. Reicht nicht. Schallwelle kommt, die dürfte, glaube ich, nicht. Ja, die bringt mich nicht in eine Range, wo ein Ruckzucki reicht. Zweiter Donnerblitz und dann haben wir das gewonnen. Das ist GG. Also es sollte nicht reichen. Wenn jetzt Ruckzucki reicht. Schutzschild. Warum Schutzschild? Will mein Gegner etwa Psychofeld ausdollen? Aber das ist doch egal, ich schwebe doch sowieso. Verwirrend. Sehr verwirrend. Ja, die sollte nicht reichen. Ja, oh
Das wäre jetzt lustig gewesen, hätte gereicht. Okay, damit haben wir den ersten Kampf gewonnen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Und, oh, wenigstens einen Kampf gewonnen. Okay. Oh, damit sind wir wieder ein bisschen weiter oben. No joke. Bin ich froh. Wenigstens. Das sind wahrscheinlich nicht mal 1000 Plätze. Aber wir machen auf jeden Fall noch einen Kampf. Ja. Machen auf jeden Fall noch mal einen Kampf. Dann schauen wir mal weiter. Wir müssen dann mit dem Team sehr vorausdenken. Und das habe ich halt die letzte Episode nicht so gut gemacht. Ich muss auch ein bisschen gucken, was meine Gegner in der Back haben könnten. Kiko, okay. So, mein Gegner hat auch Pipi, hat Sandsturm tatsächlich. Aber insgesamt... stelle ich mir tatsächlich Clef ganz gut vor und Sanaconda. Ich hätte gerne Rotom in the back für Charizard, weil ich habe da so ein bisschen Angst davor. Und, oder Primarena nehme ich auf jeden Fall mit. Das Pipi macht mir nur so ein bisschen Druck. Und eventuell entweder Rotom oder Indeedee. Aber ich glaube, ich brauche tatsächlich das Rotom. Ja. Und wir gucken mal, ob das die richtigen Nieten. Clef könnte für das Team echt nervig sein. Es könnte echt sehr nervig sein. Ich könnte vielleicht auch ein paar Mal einrollen. Das Problem könnte auch so ein bisschen das Kramor sein, tatsächlich. Ich könnte, Ich wollte halt auch nicht... Die Sache ist halt, das kommt jetzt auch wieder aufs Lied an, so. Auf ein Lied an, was besser ist. Mhm. Das ist jetzt so ein bisschen die Schwierigkeit. Es könnte sehr schwierig sein. Ich glaube, ich versuche trotzdem einen Max Rockfall in Charizard zu laden, auch wenn er vielleicht mit Clefies Spotlight drückt. Okay, der Dynamax und ich protect eventuell mit Clef. Ich könnte mir vorstellen, dass er sowieso auf Clef geht und vielleicht. Ja, das ist das Problem. Das ist echt eine sehr starke Combo, gegen die ich nicht viel machen kann. Das hat mein Gegner auf jeden Fall sehr gut gemacht. Deswegen schauen wir mal. Mit etwas Glück choked er das. Aber darauf kann ich mich halt leider nicht verlassen. Darauf kann ich mich halt leider null verlassen. Das ist das Problem. Ja, Primarena wäre jetzt cool gewesen. Ah, ist meins. Schade, ich habe gehofft, er macht das auch. Ja, schade. Hab ein bisschen gehofft, aber er hat auch eigentlich auch kein Drawback dagegen. Grüner Feuerflug auf. Clef, ja. Okay. Der Chip ist halt ein bisschen doof. Der benutzt halt eine ähnliche Strat wie ich, nur dass halt Charizard ein bisschen stärker ist. Also was heißt ein bisschen, der ist sogar viel stärker. Ich würde mir tatsächlich Clef gerne aufsparen, wenn ich ehrlich sein darf. Ich wechsle, glaube ich, in Rotom und Zack den und gehe erstmal auf den Giga-Sandstoß in den Slot. Weil ich habe das Gefühl, ich könnte das eventuell... Ich hoffe ein bisschen, dass er meinen Sanaconda anpeilt. Ja, okay.
in der Düse auf. Das killt mich leider. Trotz Bulk. Dann war der, vielleicht hat der Crit ja ein bisschen gemattert. Ich weiß nicht. Ich sage Sandsturm plus der Angriff ist halt okay. Und jetzt, müssen wir halt uns überlegen. Ich glaube, ich werde aber tatsächlich Double Protecten. Das piep ich schon mal raus. Nee, dann mache ich Spotlight into Giga Rockfall. Aber ich glaube, mein Gegner wird tatsächlich sein Charizard protecten. Das predikte ich jetzt. Denke ich. Weil es ist eigentlich so obvious, dass er das jetzt protected. Und deswegen gehe ich, glaube ich, auf den Double Protect. Ja, ich glaube, ich gehe auf den Double Protect mit beiden. Weil ich glaube, das wird er halt predicten. Und deswegen gehe ich auf den Double Protect. Mhm. Oder er macht Ally Switch. Protected nicht. Dann macht der Ally Switch. Dann macht mein Gegner Ally Switch. Macht er nicht. Okay. Interessant. Sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Jetzt muss ich vielleicht, glaube ich, auf einen Dodge hoppen. Ich glaube, ich muss wirklich auf einen Dodge hoppen. Ich hätte aber nicht gedacht, dass mein Gegner nicht sein Charizard protected, wenn ich ehrlich sein darf. Ich glaube, oder war das ein Joke von mir? Eigentlich war das relativ obvious, tatsächlich. Ich spotlighte. Muss, glaube ich, auf den Dodge hoppen. Muss auf den Dodge hoppen. Ja, keine Ahnung. Ich hätte wirklich gedacht, dass mein Gegner Dodge. Natürlich. Leider. Ist das ein bisschen schwach? Charizard ist aber ein Problem für dieses Team. Das merke ich auch. Das merke ich. Ist halt leider so. Charizard ist echt ein Problem für dieses Team, wenn Follow Me Support neben dran ist. Ich hätte aber, wie gesagt, ich habe nicht damit gerechnet, dass mein Gegner da nicht protected. Vielleicht war es auch ein bisschen eine Overprediction von mir, aber im Endeffekt GG, I guess. War vielleicht doch eine Overprediction. Ich weiß es nicht. Okay. Hat er einen Fire-Type dabei? Verlangsamt. Ich glaube, ich gebe das auf. Der will mit mir nur spielen oder was? Da hab ich doch einfach angeklebt. Ich hoffe, das crittet den weg. Ach nee, der ist, glaube ich, gechoiced-blockt. Kann das sein? Ja, ich hypervoice einfach. Ich glaube, der ist gechoiced-blockt. Ja, okay, dann spielt er nicht mit mir. Dann ist der, glaube ich, Specs. Ich glaube, der ist Specs. Ich habe so ein bisschen auf den Crit gehofft. Vielleicht Dodge und ich auch Speed Tyranitar. Wäre ja möglich. Dodge, ja! Bitte outspeede!
Nein, bitte, Deutsch. Yo, das ist Bandit. Safe. Das ist Bandit gewesen, meine Güte. Ja, war nochmal knapp. Ja, machst du nichts. Charizard ist halt wirklich ein Problem für das Team mit Follow Me Support, weil prinzipiell kannst du halt einfach Galanterie machen und dann den Gegner rausnehmen. Habe ich noch genug Zeit für den Kampf? Ich habe eigentlich nicht so viel Zeit, wenn ich ehrlich sein darf. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ja, dann denke ich, ist halt einfach eine kurze Episode mal wieder. Denke, war auch das letzte Mal, dass ich mit dem Team spiele. Ich werde gucken, mit was ich noch so spielen könnte. Ich weiß es nicht. Werden wir dann sehen. Bis dahin würde ich sagen, habt noch einen schönen Nachmittag am Tag und natürlich ein nice Live. Macht's gut.